Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei HolyLOL. Heute gibt es mal wieder ein neues Auto im Itemshop. Und ihr wisst ja, ich möchte gerne so viele Autos haben wie möglich. Heißt, dieses Auto werde ich mir jetzt kaufen und dann auch ein paar Runden damit spielen, um mal zu schauen, wie dieses Auto so ist. Wir gehen mal in den Itemshop und nehmen uns den Imperator DT5 mit in Lindgrün. Jetzt anlegen. So, und da ist er auch schon, der Imperator DT5 mit den weißen Sombas und meinem Interstellar Aufkleber. Also aussehen tut er schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt wollen wir natürlich damit spielen. Aber vorher, falls ihr meine Videos mögt, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar und vor allem drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Jetzt geht's los mit dem Imperator. Jetzt mal schauen, wie dieses Auto sich anfühlt. Ich bin mal in eine Runde 3 gegen 3 gegangen und let's go. Oh oh, Mate, hauen weg. Jawohl, spitzenmäßig. Mein Mate hat gut aufgepasst. Aber hätte ich die Gegner nicht etwas aufgehalten, legen wir jetzt wahrscheinlich schon 1-0 zurück. Das ist nicht unbedingt gut. Bis jetzt fühlt sich dieses Auto gar nicht so schlecht an. Und geht er rein? Nein. Okay. Wir führen. Yes, Baby. 1-0. Hat er gut gemacht. Er hat gesehen, das Tor ist leer und hat ihn reingemacht. Weiter geht's. Wir führen. Bis jetzt bin ich noch keine große Hilfe. Ich muss mich erst noch an dieses Auto gewöhnen. Ah, Mist. Hast du ihn? Mach ihn rein. Yes. Das nächste Tor. Und eine Vorlage von mir. Wunderschön. Habe ich. Oh, das war doch noch mal knapp. Ey. Du sollst den Ball treten, nicht deinen eigenen Mate. Und da ist er drin. Der Anschluss. Oh, die Gegner sind ein bisschen toxisch. Aber nur ein klein bisschen. War aber auch ein schönes Tor, muss man ihm ja lassen. Die Gegner machen Druck und der Ausgleich. Oh mein Gott. Wir haben so schön geführt. Und dann, ja, ich habe das Gefühl, der war auch ein bisschen AFK, der Mate. Ja, vom Rumstehen kann man den Ball nicht halten. Auf gar keinen Fall. Mitte. Keiner da? Ah, knapp. Schade. Das war eine schöne Vorlage, aber meine Mates konnten mit dem Ball nicht viel anfangen. Das war knapp. Also ich bin in der Luft noch nicht ganz so sicher mit diesem Auto, muss ich ja sagen. Komm schon, geht da rein. Ja, dann machen wir jetzt auch mal was für eine Parade, oder? Komm, spielen wir mit das Spiel. Aber ich bin mit dem Auto, wie gesagt, in der Luft noch sehr, sehr unsicher. Das kommt dann erst mit der Zeit. Nicht vors Tor, nicht vors Tor. Also tut mir leid, aber der Mate hat ein bisschen Lack gesoffen, glaube ich. Ich habe noch versucht, den Ball da wegzuhauen, aber der Mate war auf einer Mission und er hat sich nicht abbringen lassen. Er musste unbedingt die Vorlage für den Gegner spielen. Witzmäßig. Nein. Super. Wir liegen zurück. Let's go. Ja. Dann ist das so. Man muss ja auch mal verlieren. Kommt schon, wo seid ihr? Warum ist denn da keiner?
Yes! Der Ausgleich! Alter Schwede, was für ein Spiel! Unfassbar! 4:4! Ein Hin und Her, ein offener Schlagabtausch. Wow, was war das denn? Da habe ich jetzt auch ein bisschen gepennt, das muss ich mir ja auch eingestehen. Ja, ich hatte zu wenig Boost, um hinter dem Ball herzufliegen. Hätte aber auch wahrscheinlich nichts gebracht. Mate, nimm ihn mit. Jawohl, schön. Yes, wir führen wieder. Den Ball hätte ich mit dem Auto aktuell wahrscheinlich nicht so reinbekommen wie mein Mate. An die Luftakrobatik muss ich mich erst gewöhnen, aber ich habe das Gefühl, dieses Auto ist nicht schlecht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was für eine Hitbox das hat. Könnte durchaus eine Dominus-Hitbox haben. Ah, schade, knapp. Noch 8 Sekunden, das könnte unser Sieg sein. Nein. Ah, hau da weg, hau da weg. Ja, wir haben gewonnen. Let's go. Erstes Spiel mit dem Imperator DT5. Und wir haben gewonnen. So, jetzt sind wir in der zweiten Runde. Mal schauen, ob wir auch die gewinnen können. Ich bin gespannt. Komm schon, mach ihn rein. Ah, Mist. Hab ihn. Schade. Ich hab ihn, kommt, fahrt in die Mitte. Ah, Mist. Da war schon einer oben. Mann. Die stehen aber auch die ganze Zeit im Tor, die Gegner, und machen das auch gar nicht so schlecht. Oh oh. Das war knapp. Ich werde jetzt mal den im Tor versuchen zu zerstören. Ah, er ist gesprungen. Aber ich habe gedacht, vielleicht habe ich ihn genug abgelenkt, aber nein, er hat den Ball doch gehalten. Noch steht es 0:0. Dieses Spiel ist highlightarm. Okay. Da habt ihr jetzt aber Glück gehabt, dass der Gegner nicht zur Stelle war. Ah, Mist. Noch eine Minute. Es steht noch 0:0. Es ist ein Krampfspiel ohne Ende. Dieses Spiel wird gleich entschieden durch eines der schlechtesten und dümmsten Tore aller Zeiten. Ich sehe da schon kommen. Wir gehen wahrscheinlich sogar in die Verlängerung. Dieses Spiel ist einfach nur schlecht von allen. Kommt schon. Freunde, der geht rein. Jawohl. So, Freunde, zum Ende des Videos mein Fazit zu dem Imperator DT5. Ja, ihr wisst, ich bin bekloppt. Ich kaufe mir diese Autos immer. Ich werde sie ganz, ganz selten fahren. Das weiß ich selber. Vor allem dieses Auto. Es fühlt sich auf der einen Seite wirklich gut an. Auf der anderen Seite habe ich in der Luft ganz, 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 ganz wenig Kontrolle über dieses Auto. Ich weiß nicht warum, ob das daran liegt, dass der jetzt neu ist und ich mich erst dran gewöhnen muss. Allerdings, die Hitbox von dem Auto wird wohl eine Dominus-Hitbox sein. Schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr wisst, welche Hitbox dieses Auto hat und ob ich mich täusche. Aber irgendwie fühlt er sich am Boden ganz gut an. Aber in der Luft grausam, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Aber nichtsdestotrotz haben wir beide Spiele gewonnen. Bin zufrieden. Und jetzt, falls ihr meine Videos mögt, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar und drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.